Ja, guten Abend oder guten Nachmittag zusammen. Leben in der Stadt von morgen, das fasst ja eigentlich alles, was in den zukünftigen Veranstaltungen drin sein wird, schon zusammen. Das ist eigentlich schon könnte fast das Resümee des Ganzen sein, aber wir haben es jetzt anders, nehmen wir es als Auftakt, der das ganze Feld umreißt. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, wenn der Titel heißt Leben in der Stadt von morgen, dann heißt das natürlich nicht, dass wir nur, auch heute Abend denke ich, exklusiv auf die Stadt schauen wollen und das Umland der Stadt dann ausblenden. Könnte man auch machen, aber ich glaube, das wäre schwierig und nicht sehr produktiv. Insofern denke ich, sollten wir immer auch das Verhältnis der Stadt zu ihrem näheren und auch weiteren Umland mitdenken. Ich mache jetzt nur eine ganz kurze Vorstellung der Kolleginnen und Kollegen, die hier vorne sitzen, und dann werden die das im Einzelnen ein bisschen genauer selber machen und gleichzeitig vorstellen, was sie gemacht haben, was sie machen und was sie machen werden, weil es geht ja um, oder wie sie in die Zukunft blicken, weil es geht ja um Zukunft. Ich fange jetzt einfach mal rechts von mir an mit Adam Page, und dann muss ich gleich dazu sagen, dass das eigentlich nur eine Hälfte ist, also dass er stellvertretend für das KünstlerInnen-Duo Adam Page und Eva Hertsch steht. Ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder in Dresden ist. Manche von Ihnen kennen oder einige von Ihnen kennen Page und Hertsch sicher von schon aus einer relativ lange zurückliegenden Zeit, aus Mitte, Ende der 90er Jahre und den ersten 2000er Jahren, als sie hier in Dresden sehr aktiv waren. Vielleicht sagt der Info-Offspring-Kiosk einigen sogar noch was, der im Dresdner Stadtraum mal eine gewisse Rolle gespielt hat, dann, aber das sagst du vielleicht selber besser, dann verschwunden ist und jetzt vielleicht irgendwann mal wieder auftauchen könnte. Also Page und Hertsch leben jetzt seit einigen Jahren in Berlin und machen da auch sehr viel, waren in den letzten Jahren in Dresden nicht mehr präsent, und es könnte sich, wäre schön, wenn sich das wieder ändern würde. Die nächste ist Ulrike Scherzer. Wir haben festgestellt, dass wir landsmannschaftlich ja eine gewisse Gemeinsamkeit haben hinsichtlich des Schwäbischen Oberlandes. Ulrike Scherzer lebt schon lange in Dresden, ist aber beruflich hauptsächlich in Stuttgart zugange, hat eine Honorarprofessur an der Stuttgarter Uni im Institut für Wohnen und Entwerfen und beschäftigt sich in ihren Projekten, in ihren Forschungen, sagen wir mal, mit generationenübergreifenden Fragen, auch mit Fragen des generationenübergreifenden Wohnens und auch mit Fragen des Wohnens im Alter, aber das werden wir noch genauer hören. Oliver Parodi ist jetzt aber gerade noch rechtzeitig angekommen. Es schien ja auf der Kippe zu stehen, der Zug ist ausgefallen, oder insofern haben Sie eine etwas anstrengende Reise hinter sich aus Karlsruhe. Oliver Parodi ist Ingenieur, arbeitet an der Karlsruhe Universität, die heute anders heißt, und ich kann mir immer nicht so ganz merken, wie heute der korrekte Name ist, der klingt irgendwie wie MIT. Aber auch das werden Sie selber sagen, aber das Entscheidende, glaube ich, ist, ich sehe es gerade auf meinen Aufschrieben, KIT, das Entscheidende ist, dass er für dort eine Arbeitsgruppe leitet, die sich mit dem Quartier Zukunft Labor Stadt in der Karlsruher Oststadt, glaube ich, beschäftigt und da Konzepte entwickelt für zukünftiges Wohnen. Und schließlich Fridolin Pflüger, der hier ist für das Netzwerk, den Verein Konglomerat und sich als Komplize von Konglomerat bezeichnet, einer Einrichtung, die Sie hier schon auf der Karte angegeben sehen und zu der er jetzt, glaube ich, zu deren
durchaus zukunftsweisenden, unorthodoxen Ansätzen, Leben in der Stadt, Zusammenleben in der Stadt zu gestalten, er jetzt gleich selber was sagen wird. Und ich übergebe jetzt an dich erstmal und dann machen wir in der Reihenfolge mit so einer Vorstellung, mit so einer Präsentationsrunde von so etwa 7-8 Minuten weiter. Okay. Vielen Dank. Ja, guten Tag allerseits. Ich komme vom Konglomerat e.V. Wir haben, sagen wir mal, als Kerngeschäft einen Ort, den wir betreiben. Das ist das Rosenwerk. Das sind 600 Quadratmeter in diesem Industriebau, der so mitten im Niemandsland zwischen Heizkraftwerk und World Trade Center liegt. Also eigentlich in der Innenstadt, aber in so einem Fleck, wo, wenn man vorbeikommt, man eigentlich nur schnell weiterfährt. Und was wir dort im Wesentlichen machen, ist offene Werkstätten bereitstellen. Das heißt, man kennt das unter Makerspace oder FabLab. Wir haben Räume, wir haben Werkzeuge, wir haben Material und wir haben Wissen, das nicht so ganz orthodox strukturiert ist, sondern irgendwie in so einem Netzwerk wohnt sozusagen. In dem Fall sieht man jetzt unsere Kunststoffrecycling-Werkstatt, da kann man seinen eigenen Plastikmüll mitbringen, den schreddern und den dann zu neuen Produkten verarbeiten. Ich habe ja auch zwei mitgebracht, die kann ich mal rumgeben. Die sind dann halt auch selbst designt und dieser ganze Prozess von, was habe ich hier eigentlich für Material, so, was mache ich mit meinem Müll eigentlich normalerweise, welche Produkte brauche ich eigentlich, wie läuft so ein Gestaltungsprozess ab, was kann ich vielleicht reparieren oder wiederverwenden auf dem Weg, und wie lerne ich dabei und werde eigentlich wieder sozusagen mündig über die Materialwelt, die mich umgibt. Das ist eigentlich das, was uns antreibt, also wie befähigen wir Leute, selber zu machen. Das machen wir in ganz verschiedenen Bereichen. Insgesamt haben wir 15 Werkbereiche, nennen wir das. Das hier ist jetzt mal die Hightech-Fraktion, das sind Lasercutter. Der linke ist auch selbst gebaut auf Basis von einer Open-Source-Entwicklung. Damit kann man so alle möglichen Plattenmaterialien halt durchschneiden mit so einem Laserstrahl. Hier nebenan auch bei der Ausstellung in dem Café, da sind so Lampen, die haben wir auch damit gemacht, aus so Restmaterialien. Das ist was anderes, was uns viel umtreibt, dass wir versuchen sozusagen Materialströme in der Stadt im Kleinen, wir fangen immer im ganz Kleinen an, irgendwie schlauer zu gestalten und eben Müll zu reduzieren und Kreisläufe zu schaffen. Wir machen auch klassische Sachen, wie zum Beispiel Schlüpper-Näh-Workshops aus Altkleidung, sehr beliebt in unserem Nähwerk, oder auch Dinge, die in den Stadtraum hinausgehen, wie zum Beispiel Büchertelefonzellen oder auch immer mal so Aktionen, die irgendwie rausgehen, wo wir zum Beispiel mit mobilen Werkstätten auf selbstgebauten Fahrradanhängern in die Friedrichstadt fahren und sozusagen in dem absolut leicht verdaubar Format irgendwie Aufkleber, Schneideplotten, die man sich dann, wo man sich dann so sein Dynamo-Logo auf sein iPhone kleben kann und vielleicht hat man Bock weiterzumachen, dann kann man in die Werkstatt kommen, sich ein T-Shirt drucken und vielleicht so allmählich da reinfinden. Ja, ich weiß nicht, ob ich was zur Organisation groß sagen soll. Also genau, es gibt so verschiedene Bereiche, wie ich schon sagte, und es ist halt total selbstorganisiert. Also ich würde mich auch nicht als Künstler irgendwie bezeichnen, sondern eher so als Chaos-Koordinator in diesem System. Das heißt, manche dieser Bereiche bestehen aus 30 Leuten und die treffen sich 5-mal in der Woche und manche sind nur 2 Menschen, wo der eine ein Buchdruckmeister ist, der irgendwie schon 80 ist und der andere jemand ist, der gerade Ausbildung macht und sie können sich nur alle 2 Monate mal in der Werkstatt treffen, um mal Buchdruck zu machen. Also es ist sehr divers und es gibt niemanden, der am Tresen steht, der dir erklärt, wie jetzt ein Drucker funktioniert, wenn dein Blatt stecken geblieben ist, sondern du kannst es dann halt mal schön selber lernen. So funktioniert das. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um reinzukommen. Also es gibt Öffnungszeiten, wo man einfach vorbeikommen kann. Die sind halt ehrenamtlich getragen, so wie fast alles bei uns, sodass die auch manchmal ausfallen. Hauptsächlich ist es so, dass man Mitglied werden kann. Darüber finanzieren wir uns eigentlich hauptsächlich. Das heißt, man kriegt dann so eine Schlüsselkarte, dann kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit rein und das alles nutzen. Und sollte halt vorher wissen, wie man diese Maschinen bedient. Meistens funktioniert es manchmal auch nicht. Ja, das ist das Schließsystem. Ich erzähle mal nicht so viele Details dazu, sondern vielleicht eher, was wir mit Stadtentwicklung zu tun haben. Ich glaube, da gab es noch ein Bild. Also hier, das ist noch vielleicht die Holzwerkstatt. Also wir haben auch 2 so Hallen, einmal Holz, einmal Metall.
Das hier ist der Siebdruckkalender, den machen wir dann einmal im Jahr. Also das sind so kreative Wege, wie die Werkbereiche sich dann selber finanzieren. Die machen halt einmal im Jahr einen Kalender, den verkaufen die. Und was ich eigentlich zeigen wollte, ist das hier links. Das war nämlich letzten Sommer, da haben wir zum ersten Mal angefangen, uns in die Stadtentwicklung auf politischem Parkett, sagen wir mal, einzumischen. Und haben gesagt, wenn es eine Kulturhauptstadtbewerbung gibt von Dresden, die von Orten des Miteinanders redet oder einer Kultur des Miteinanders, die aber gleichzeitig nicht wirklich Stadtentwicklungsfragen stellt und Fragen nach Raum und nach dem, was wir mit dem Raum in der Stadt machen, was derzeit hauptsächlich einfach Apartmentwohnungen sind, die irgendwie über 13 Euro im Quadratmeter losgehen, dann passt es nicht zusammen und haben sozusagen diese Kampagne gemacht, die hieß na dann mach doch.de. Damit haben wir ziemlich viel Trubel generiert in zumindest der Verwaltung und wollten nicht nur anklagen in der Zeit und sagen, ihr denkt an nichts, sondern eine positive Vision im Ganzen gegenüberstellen, und das war die Idee von Zukunftsschutzgebieten, und das ist das Logo davon. Das drückt eigentlich unseren Grundmodus aus. Jeder hat die Kelle in der Hand. Jeder macht mit an seinem Umfeld und eben auch an der Stadt. Und jetzt, das ist sozusagen der nächste Move in der Reihe, das ist in 2,5 Wochen, machen wir eine große Konferenz, zu der Sie alle herzlich eingeladen sind, wo wir dieses Thema, wie kann Zivilgesellschaft eine größere Rolle in einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung spielen, in allen möglichen Facetten beleuchten und genau eben auch überlegen wollen, wie kann man solche Gebiete umsetzen, die irgendwie sozusagen dem Marktdruck entzogen sind, offen bleiben die ganze Zeit über und Innovationen auf eine andere Art und Weise, als wir die jetzt klassisch irgendwie kennen aus unserer Wirtschaft, ermöglichen und befördern. Danke. Ja gut, ich brauche ein bisschen Platz zum Laufen. Herzlich willkommen auch meinerseits und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein in Dresden. Komme ich später im Gespräch noch drauf, was ich mit Dresden zu tun habe. Ich möchte mein Statement sozusagen anfangen von meiner Person, wer ich bin, woher ich komme, mit welcher Perspektive ich auf die Stadt schaue, weil ich bin nämlich, wie gesagt, Bauingenieur, aber auch Kulturwissenschaftler und Philosoph. Und in der letzten Zeit vor allen Dingen mit Nachhaltigkeitsforschung, also in den letzten 20 Jahren, habe ich mich mit Nachhaltigkeitsforschung beschäftigt. Das ist sozusagen mein Zugang in die Stadt. Also ich komme eher von der nachhaltigen Entwicklung her und bin sozusagen nach und nach in die Stadt oder ja, zur Stadt gekommen. Nachhaltige Entwicklung, wissenschaftlich steckt da noch viel mehr dahinter, aber um es mal ganz kurz greifbar zu machen, heute gut leben und dabei die Mitwelt, die Umwelt und vor allen Dingen dann auch die Nachwelt achten. So, das ist so ein kurzer Slogan, mit dem man schon relativ weit kommt. Dahinter verbirgt sich natürlich weit mehr, ein riesiger wissenschaftlicher Diskurs, die letzten 40 Jahre, würde ich mal sagen, allein von meinem Institut aus, reihenweise Bücher rausgegeben worden. Das ist sozusagen meine Herkunft. Also ich habe mich viel mit Theorie und Konzepten nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, aber dann auch mit der Praxis. Und da ist ein Hinweis nur, ist es wichtig, dass dieses Thema auch kommuniziert werden kann. Das ist sehr inhaltsreich und wir haben mal versucht, das sozusagen auf einem Meter abzudrucken, was dann Inhalte nachhaltiger Entwicklung sind, die allgemeinverständlich dann auch in der Stadt sozusagen an den Mann, an die Frauen gebracht werden können. Seit 7 Jahren widme ich mich einem weniger theoretisch, sondern sehr viel praktischeren Projekt, dem Reallabor Quartier Zukunft, Labor Stadt, so haben wir es genannt. Und da geht es darum, dass wir einen Stadtteil von Karlsruhe in einem langfristigen partizipativen Prozess mit umgestalten möchten, von einem nicht nachhaltigen in einen später dann nachhaltigen Stadtteil. Das können wir nicht alleine machen, nicht sofort, da müssen viele, viele mitwirken, aber wir wollen eben Beiträge dazu liefern. Und unser Ansatz ist weniger ein städtebaulicher, stadtplanerischer, sondern vielmehr ein kultureller und aus dem Stadtleben raus. Ich zeige Ihnen gleich noch Eindrücke, dann wird es so ein bisschen durchsichtig, was ich da meine.
Was wir machen, ist Beiträge für eine nachhaltige Stadtentwicklung liefern. Was Kern dieses Reallabor-Gedankens ist, ist, dass Wissenschaft und Gesellschaft zusammenarbeiten, dass sozusagen Wissen produziert wird, aber gleichzeitig auch nachhaltige Interventionen, Aktionen gemacht werden, die auch sozusagen Gesellschaft vorwärts bringen Richtung Nachhaltigkeit. Und was uns wichtig ist, ist Experimentieren. Also in einem Labor darf experimentiert werden. Es ist aber auch so, dass wir nicht von vorne beginnen, sondern das mitnehmen, was da ist. Das heißt, Bestehendes zusammenführen und dann auch wiederum zum Mitmachen anregen. So, jetzt hoppel ich durch ein paar Impressionen. Wir haben uns zunächst mal mit einer Briefwurfsendung bekannt gemacht, was wir wollen, mit dem Slogan Mach mit, also gleich aufgefordert, sozusagen die 20.000 Bürgerinnen und Bürger der Karlsruher Oststadt mitzumachen. Einiges sind unserem Ruf auch gefolgt. Es gab zwei große Bürgerversammlungen mit 200 und mit 300 Beteiligten, wo viel erarbeitet wurde, wo nicht nur irgendwie geredet wurde, sondern auch Ideen und auch Projekte geschmiedet wurden, die dann auch umgesetzt wurden. Im Bürgerforum, das ging über 6 Wochen letztlich, längerer Beteiligungsprozess, wo dann am Schluss ein Bürgerprogramm entstanden ist, also von Bürgerinnen und Bürgern formuliert, was dann eine nachhaltige Oststadt für sie sein soll. Und das dann an uns, an die Wissenschaft gespielt und gleichzeitig an die Kommunalpolitik und an die Stadtverwaltung. So, die beschäftigen sich damit, wir beschäftigen uns jetzt auch weiterhin mit diesen Themen. Wir haben viele, viele sozusagen Beiträge, Aktivitäten von unten in der Stadtgesellschaft angeschoben, unter anderem ein Reparaturcafé, das gab es noch nicht. Übrigens auch ein Fab Lab haben wir auch mit unterstützt, nicht angeschoben, aber mit unterstützt und denen dann Wissen über nachhaltige Entwicklung mitgegeben. So. Reparaturcafé, total schöne Einrichtung, kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, gibt es in Dresden eins? Ja. Also, wenn Sie noch nicht dort waren, gehen Sie mal hin. Das ist eine total schöne Atmosphäre, also so wie ich es kenne. Wir machen das und wir beforschen das sozusagen. Das ist unsere hybride Aufgabenstellung. Das heißt, wir generieren auch wissenschaftliche Ergebnisse aus diesen Aktionen, die wir machen. Eigene Wettbewerbe ausgerufen, niederschwellige Aktionen, Stammtische draußen, ein Aktionstag Freiluftwohnzimmer gibt es immer mal wieder, Vortragsabende, Themen quer durch das Stadtleben, quasi durch alle Lebensbereiche, also Aktionen, Forschungsarbeiten zu Energiefragen, Energiewende, Mobilität, Konsum, wurde alles schon gemacht, wird weiter geforscht, Klimawandel spielt gerade eine sehr große Rolle bei uns, Ernährung. Wichtiger Bestandteil, da kommen wir heute in der Diskussion sicher auch noch drauf zu sprechen, es wurde schon angesprochen hier aus dem Kollektiv heraus, ist Partizipation, also wie funktioniert Partizipation in der Stadt, und hier nur der Hinweis, dass es auch unterschiedliche Stufen der Partizipation gibt, die von Information dann sozusagen als niedrigste Stufe bis hin zum Empowerment, also zum Selbermachen dann reicht. Künstlerische Aktionen sind wir auch dabei, haben auch mitgemacht. Wir haben ein Quartiersbüro, einen Wissenschaftsladen in der Stadt, das ist wichtig. Dort läuft viel, es ist sozusagen unser Zentrum und auch ein bisschen jetzt das Nachhaltigkeitszentrum von Karlsruhe geworden. Wir packen auch vielleicht etwas seltsame Themen mal an. Wir haben Nachhaltigkeitsexperimente gestartet, jeweils über 9 Monate. Zu Gemeinschaft, Gemeinschaftsbildung und zu Entschleunigung, also auch mal so ein abstraktes, aber sehr wichtiges Thema in die Stadt zu bringen, zu operationalisieren. Da sind schöne Sachen draus entstanden. Können Sie mich nachher fragen, wenn Sie es interessiert, was da passiert ist. Wir packen sozusagen akute Themen, die greifen wir auf und manchmal drehen wir sie dann auch um. Also es ist dann schon auch ein bisschen Aktivismus dabei, teilweise auch, also auch eine Nachhaltigkeit bedeutet auch Kulturkritik zu üben. Das tun wir dann auch mit Aktionen. Parking Day ist vielleicht im einen oder anderen auch ein Begriff. Und mein Abschluss ist jetzt sozusagen nur ein paar Worte für die kommende Diskussion.
Es soll ja nicht um Karlsruhe oder unser Projekt gehen, sondern um die Stadt. Und da habe ich so ein paar, ja, eigentlich nur drei Statements mitgebracht. Zunächst mal noch Rückendeckung von ganz oben. Generalsekretär der Vereinten Nationen meint, die Zukunft der Menschheit entscheidet sich in den Städten. Also wir reden hier nicht von irgendwas, sondern von was Wesentlichem. Und dann nur zur Erinnerung, auch Dresden, auch Karlsruhe, für uns in Europa gilt mehr oder weniger, die Stadt der Zukunft ist bereits gebaut. Also wir haben unsere Städte, wir brauchen keine neuen. Das heißt, wir müssen mit dem umgehen, was wir haben. Ich nehme mal an, da wird meine Nachrednerin dann auch noch viel dazu zu sagen haben. Okay, so ein Slogan könnte sein, Leben in der Stadt von morgen, Lokalität vor Mobilität. Also die Qualität in der Stadt ist wesentlich, vielleicht sogar Lokalität statt Mobilität. Das kann man nämlich auch quasi als Gegenmodell fahren. Dann hier, warum ich dem Ruf sehr gerne hier ins Palais gefolgt bin. Nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung braucht essentiell die Kunst. Der Titel hier, kann Spuren von Kunst erhalten, ist einem Vortrag von mir geschuldet, den hatte ich anderswo mal gehalten. Aber die Kunst spielt eine große Rolle und ist meines Erachtens momentan viel zu unterbeachtet, so in der Stadtentwicklung. Genau, und dann als letztes noch der Hinweis, dass die Stadt von morgen, die liegt jetzt in unseren Händen, also wir müssen jetzt die Weichen stellen. Wir sind dran, die Stadt von morgen zu entwerfen, zu bilden und auch ein Stück weit schon vorzuleben. Und das heißt auch, wir müssen uns, oder wir tun gut daran, uns Gedanken darüber zu machen, welche Stadt wir denn wollen. Also dieses Wollen ist auch wichtig. So, damit bin ich momentan am Schluss und freue mich dann auf die Diskussion. Danke. Danke. Ja, guten Abend und ich finde es auch sehr schön, dass Sie hier trotz des schönen Wetters hier gelandet sind. Ich bin Ulrike Scherzer, ich habe eine Honorarprofessur an der Uni in Stuttgart am Institut Wohnen und Entwerfen und ich bin ansonsten freiberuflich tätig mit dem relativ großen und breiten und vielleicht auch manchmal ein bisschen Kaugummi-Begriff Wohnen im Alter, generationsübergreifendes Wohnen. Das, was da drin steckt, sind ganz viele verschiedene Dinge. Zum Teil sind es Forschungsprojekte, wo man sich anguckt, was macht eigentlich die Wohnungswirtschaft für ihre älteren Mieter, nämlich den überwiegenden Anteil im Moment, und den so und so viel Millionen Wohnungen, die eben nicht altersgerecht sind. Dann geht es darum, was außer Wohnen braucht man eigentlich als älter werdender Mensch auch noch, nämlich Service, eine gute Nahversorgung, kurze Wege bei sich reduzierenden Radien, weil man einfach nicht mehr so gut zu Fuß ist. Und dann geht es aber auch um die ganze soziale Einbindung, das heißt, die Kontakte, die man hat, zu erhalten, zu fördern, in einer quartiersorientierten Stadtentwicklung da einfach auch noch eine ganze Menge draus zu machen. Und über diese ganze Themenkette kommt man dann automatisch eigentlich auch zu generationsübergreifendem Wohnen und den ganzen Projekten, die sich ja auch im Bundesgebiet relativ weit ausbreiten. Und auf der Basis der Arbeit mit den Studenten sind wir da eigentlich immer auch sehr praxisorientiert unterwegs. Das heißt, wir kooperieren mit Wohnungsunternehmen oder auch mit kleinen Kommunen, zum Beispiel auch mit ländlichen Kommunen, was man da so an Wohnprojekten generieren kann, wie es den Leuten vor Ort geht. Es wird dann auch im direkten Austausch mit den Studenten, also quasi auch Befragungen gemacht. Und einfach auch das Interesse dafür, wie geht es den Leuten jetzt, was brauchen die, welche Optionen haben sie, und über diese ganze Schleife zum Beispiel ist jetzt auch so mit so ein paar Zwischenschritten ein Projekt entstanden, wo wir einen Planungsleitfaden für Pflege-WGs erstellen, die im Grunde genommen den Planern zeigen sollen, das ist eine alternative Wohnform, die eben dezentral auf Quartiersebene in relativ kleinen Einheiten funktioniert und entsprechend eben auch für die Zukunft
der Quartiersentwicklung in Städten, wo eben nicht irgendwelche dicken Pflegeimmobilien irgendwo hingeklotzt werden und mehr oder weniger ein Zaun außenrum gebaut wird und vom normalen Leben abgekoppelt das Ganze funktioniert, dass sowas wieder vollkommen in die ganz normale Quartiersgesellschaft reinkommt. Ja, mir geht es auch immer um diese Schnittstelle zwischen Soziologie und Architektur. Also dass die Wohnung natürlich ist wichtig, dass sie gut funktioniert, dass sie schön ist, dass eine Gestaltung eine große Rolle spielt. Aber das, was mit den Studenten eben auch eine Rolle spielt, ist, was ist drumherum, wie funktioniert es mit den Leuten, gibt es auch andere Konzepte, die dazu führen, dass es vielleicht eben individuell weniger Quadratmeter gibt, aber gemeinschaftlich mehr und dass Wohnung eben ein soziales Gut ist und nicht nur ein Gestaltungsthema oder ein Wirtschaftsgut und was jetzt quasi uns eigentlich in der Zeitung, also dass es börsennotierte Wohnungsunternehmen gibt, ist eigentlich ja ein Irrsinn, wenn man sich das mal so überlegen will. Und da geht es auch dann einfach immer noch auch um dieses Denken, was gibt es für Modelle, die solche Stadtgesellschaften befruchten, die einfach besser funktionieren als der reine Profitgedanke. Ja, so viel vielleicht erstmal dazu. Danke. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung heute Abend. Ich greife in meiner kleinen Einleitung zwei Fragen auf, die wir im Voraus bekommen haben, zu verarbeiten. Oben links sieht man da die Frage, die wir bekommen haben, wie wird Gesellschaft funktionieren? Ich habe das gleich durchstrichen, wie wird Gemeinschaft funktionieren? Ich habe Gemeinschaft durchstrichen und Gesellschaft hingeschrieben, weil ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit unterwegs sind, wo Gemeinschaft als Terminologie zu sehr ausschließt. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, dieses Gespräch findet in einer Stadt auch in einer Zeit, wo Milieus auseinanderdriften, Gemeinschaft auseinanderdriftet und dass wir dann viel mehr über Gesellschaft reden sollen. Und ich bringe auch dieses Bild zuallererst mit, um kurz eine künstlerische Praxis darzustellen, die ich und Eva seit Mitte der 90er betreiben. Und zwar sind wir daran interessiert, schon dann an die Zukunft zu denken. Und wir sind daran interessiert, an die Zukunft insoweit, dass wir an die Auswirkungen von Entscheidungen, die, sage ich mal, in der Mitte der Gesellschaft getroffen werden, die Auswirkungen dieser Entscheidung, wo sie denn ausgetragen werden. Und da muss man erstmal so ein bisschen in die Zukunft denken, wenn es um Auswirkungen geht. Dieses Projekt hier ist ein Beispiel, wo wir ein Kiosk gestaltet haben, gebaut haben hier in Stadt Dresden, die wir an Standorte in der Innenstadt und am Stadtrand installiert haben, um Diskussionen über dieses Verhältnis von Mitte und Peripherie zu starten. Das ging in 2000 los und dieses Bild bringe ich zurück hierher, weil ich möchte nur daran erinnern, wenn wir in die Zukunft denken könnten, das ist ja nicht so einfach. Das Bild zeigt 2006 in Dresden-Prohlis, während der Diskussion oder während des Verkaufs von der WOBA, das betraf Prohlis, da waren 7000 Wohnungen for sale zu verkaufen. Und wenn man damals gewusst hätte, wie sehr dieser Ausverkauf der Sozialwohnungsbau schmerzen würde, aber man kann nicht so schnell in die Zukunft einschauen, ist ja nicht so einfach. Das ist nur 10 Jahre her. Kurz vorher war auch Abriss angesagt. Jetzt braucht man alle diese Wohnungen, die man für so kurze Zeit abgerissen hat. Mikro weiter weg, Entschuldigung. Der hat mir gesagt, ich muss ganz nah dran halten. Egal. Genau, also zum Thema in die Zukunft denken. Ist nicht so einfach, es ist schlauer hinterher.
Aber natürlich, diese Entscheidungen, die in der Mitte getroffen werden, die haben Auswirkungen in der Peripherie besonders. Und ich glaube, Sie haben es schon angesprochen, wenn wir über die Stadt von morgen leben, muss man absolut über die Region von morgen denken. Und das hat, glaube ich, auch Mark Jenke damals in 2002 bei dem InfoSpring-Kiosk am Zwinger sogar am Postplatz gemacht. Es geht auch um eine Wertschätzung, also es war auch ein Projekt, wo es um Prolis ging, also die Schönheit der Plattenbauten. Wo ist denn die Wertschätzung gegenüber der Peripherie, die dann so vielleicht eine andere Gesellschaft führen würden? Für mich ist das dann eigentlich, oder für uns ist das so eine Art Standortwechsel geworden. Also wir arbeiten nicht mehr in der Mitte, nicht mehr in die Institutionen, in die Museen, in die Galerien, in die etablierten Kunstbetrieb, sondern wir sind am Stadtrand, und zwar auch in Berlin-Hellersdorf seit 2014 inzwischen, wo wir einen ähnlichen Raum wie der Kiosk, aber ein bisschen fester betreiben und Künstler dazu einladen, sich einzumischen, und zwar mit Anwohnerschaft ihre Stadt zu gestalten. Hier ist eine aufblasbare Siegessäule, die wir regelmäßig in den Stadtteil stürzen, die ein Zitat ist von einer Zusammenarbeit zwischen Künstler und Anwohner, gerade bei dem Widerstand in Paris der 1871, die Pariser Kommunaden, wo nochmal so eine Art Ausruf von Künstlerschaft und Anwohnerschaft zu mehr Demokratie herging. Und was die Kunst machen kann, ist, glaube ich, Freiräume aufmachen. Ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Diskussion, gerade in der Zeit der Verdichtung der Stadt, aber auch die Verdichtung der Zwischenstadt, also zwischen Stadt und Land ist auch eine Zwischenstadt, der verdichtet sich aus. Was geht denn da verloren? Es geht in die Zukunft dann die Freiräume verloren. Man sieht das in anderen Städten. Wir sind hier aus London nach Dresden gezogen in 1994. Wir kennen ein bisschen die Vorläufer, und da gehen Freiräume verloren, und die Freiräume sind aber unheimlich wichtig für die Gestaltung der Stadt, aber auch für die Zukunft. Nicht nur klimatechnisch, ökologisch sind die Freiräume wichtig für Artenvielfalt, für Luft, Kaltluftschneisen und die ökologischen Sachen, sondern sie sind auch als soziale Räume wichtig. Dieses Bild zeigt eine Brachfläche in Hellersdorf, mitten in der Großsiedlung, direkt gegenüber von der NPD bekannt gemachten Flüchtlingsheim, der erste in Berlin, wo wir mit Geflüchteten aus Pakistan und Afghanistan Cricket spielen. Und Hellersdorf Cricket Club spielte vor ein paar Wochen auch in Dresden, also die sind jetzt inzwischen ein etablierter Verein. Und noch als eine andere Frage, die ich aufgreifen möchte, dann bin ich auch durch. Uns wurde gefragt, welche Formen werden uns umgeben, wenn wir konsequent nachhaltig leben und bauen? Ich verweise auf eine Sache, die uns beschäftigt. Ich habe sie als Rechercheprojekt zu Berlin 2050 genannt, also schon viel weiter in der Zukunft blicken, als jetzt wir vielleicht gerade tun mit diesen schnellen Antworten auf Dieselautos oder mangelnde Wohnungen. Wir agieren jetzt, glaube ich, sehr schnell als Gesellschaft, treffen sehr schnelle Entscheidungen. Aber ich glaube, wir müssen auch noch weiter in die Zukunft gucken, uns über die Versorgung der Städten Gedanken machen, wie sieht das denn aus, wenn kein LKW mehr in die Städten fahren darf. Und ich habe einen Plan hier entdeckt von 1896 aus Berlin. Das ist die Netzwerk der Güterverkehr in Berlin. Ziemlich schwer zu sehen wahrscheinlich, aber da diese kleinen Linien, das sind alles Güterbahnhöfe. Es existiert inzwischen nur zwei von diesen Güterbahnhöfen, damals waren es fast 30. Und das zu verdeutlichen, hier ein Bild von der sogenannten Grünlandschaftsgestaltung, also so ein Projekt hier auf den ehemaligen Güterbahnhof Berlin-Schöneweide, wo der Technikstandort mit dem Begriff Smart City und alle diese Dinge, die wir auch vielleicht heute Abend sprechen, punktet und sagt, ja, wir gestalten eine neue Stadtteil hier, wir holen uns Wissenschaft und Technologie und Smart City. Gleichzeitig, währenddessen man macht,
weil man kurzfristig um die Zukunft denkt, zerstört man die Versorgungsmöglichkeiten der Zukunft, und zwar der gute Bahnhof, der im Takt da oder brach, sage ich mal, seit kurz nach der Wende liegt. Und sogar setzt man ein China in Szene mit einem gestalterischen Akzent, und das wird schon museal. Also ist es so, dass der gute Bahnverkehr museal wird, und wir gar nicht denn praktisch ein Stück weit über unsere Versorgung später denken. Ich glaube auch der Chancen der Versorgung, letzter Satz, ist, dass das Land versorgt die Städte. Und wenn wir jetzt über Regionen denken denn da ist eventuell so eine Art Handreichung oder Verknüpfung zwischen Stadt und Land, die bitter nötig ist, wenn man die AfD-Ergebnisse sieht im ganzen Bundesland eigentlich. Diese Zusammenarbeit wäre, glaube ich, ein Thema. Der Land versorgt die Stadt und damit werden Arbeitsplätze und Wertschätzung erzogen. So. Vielen Dank. Ich würde jetzt aus den Beiträgen so versuchen, in der ersten Runde was rauszudestillieren, was mir so aufgefallen ist, über die wir reden, und in der nächsten Runde dann gerne auch für Beiträge und Fragen von euch, also Publikum oder wie man auch den anderen Teilnehmerinnen, die hier sitzen. Ich glaube, so was ganz Wesentliches am Schluss, die Frage der Versorgung, der Versorgungswege, kombiniert mit einem Stichwort bei Ihnen, nämlich dem Stichwort Entschleunigung, und dann das Ganze auch gesehen im Verhältnis Stadt-Land. Wohin kann das führen? Ich meine, die augenblickliche Situation führt ja zu einem gewissen Kollaps im Fernverkehr, in der Versorgung über LKWs, über die Bahn. Es ist auch offensichtlich nicht die Lösung zu sagen, die Bahn übernimmt zukünftig die Versorgung von allem im bisherigen System, weil sie, glaube ich, einfach an Kapazitätsgrenzen stoßen wird. Das Ganze spiegelt sich aber in den Innenstädten genauso mit einem immer überbordenden Auslieferungswarenverkehr, mit einem überbordenden Logistikwesen, wo man schon jetzt feststellen kann, dass das wird hochgerechnet eigentlich nicht mehr so richtig funktionieren. Wo kann das hingehen? Das aber auch wieder kombiniert mit der Frage, ist die Lösung dafür, immer das immer mehr zu beschleunigen? Braucht man Drohnen, die dann immer schnellere Auslieferung genau zum Punkt machen? Oder gibt es da Alternativen dazu? Und das jetzt auch wieder dann durchaus von einem generationellen Hintergrund gesehen. Was heißt Versorgung für junge Leute, die funktioniert die ganz anders wie für alte Leute, müssen da andere Systeme gefunden werden, oder lässt sich das in einem komplexen Ansatz zusammenfassen? Ich würde gerne anfangen mit der Frage einfach an dich zu stellen. Das ist ja eigentlich, könnte ein Modell sein für eine dezentrale Versorgung, was ihr macht, aber mein kleiner Einwand, es wurde ja schon angesprochen, ist ja, man muss, wenn man zu euch kommt, wissen, was man machen will und machen kann. Also man muss in gewisser Weise als Experte hinkommen. Das heißt, für alle wird es vielleicht nicht, so ein Modell nicht funktionieren. Ja, vor allem muss man Bock haben. Also ich habe auch absolut keinen fachlichen Hintergrund in den ganzen Dingen, die ich da den ganzen Tag mache. Also das habe ich mir dort angeeignet und es ist ein Aneignungsraum. Aber klar, man muss erstmal den Schritt da reinmachen und sozusagen Fuß fassen. Und da haben wir auf jeden Fall noch viel vor uns, sozusagen eine bessere Willkommenskultur zu pflegen. Aber das machen verschiedene offene Werkstätten ganz unterschiedlich. Und das ist ja auch in den offenen Gärten zum Beispiel so. Da ganz oft funktioniert es sehr niederschwellig, manchmal auch nicht. Also ich denke, das ist eine absolut lösbare Frage. Die Frage ist halt eher, ob
an dem Standard, an dem wir uns gewöhnt haben, was Produkte angeht, ob wir das wirklich hinkriegen, in solchen Kleinsteinheiten jetzt irgendwie unsere Handys oder sowas herzustellen. Also da, glaube ich, ist das eher so die Grenze. Welche Rolle spielen Versorgungskonzepte in der Karlsruher Oststadt? Wie ist das mitgedacht oder ist das ein zentrales Thema? Ja, ist es. Ich würde aber, glaube ich, gern ein bisschen noch weiter ausholen, also wie Sie es sozusagen noch weiter in die Zukunft gedacht haben. Also was die Versorgung anbelangt, da kann ich Ihnen, ich komme vom Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse, da kann ich Ihnen sagen, da gibt es für alles das natürlich technische Lösungen. Die Drohnen haben Sie schon angesprochen, die von oben dann die Pakete abwerfen. Amazon ist dabei, solche Roboterhunde zu entwickeln, die die Pakete austragen, sozusagen auf dem Landweg. Und die Hochgeschwindigkeitsvakuumröhren unter dem Boden, die uns von außen mit Gütern versorgen, die gibt es auch schon zumindest in der Erprobungsphase so. Also da gibt es überall hochtechnische Lösungen dafür, mit denen wir das auch ein Stück weit in den Griff kriegen können, wenn wir es denn wollen. So, es gibt ganz andere Lösungen und da würde ich mal zunächst hinschauen, also auch soziale Lösungen, wenn es jetzt um Versorgung geht. Also Güterverkehr ist ja auch letztlich eine große Frage des Konsums zunächst mal. Also lässt sich da vielleicht was abschneiden? Also von diesen Konsumbedürfnissen brauchen wir diesen ganzen Güterverkehr überhaupt? Da kann man auch mal ansetzen. Und dann, ja klar, wir brauchen auf jeden Fall Güter, aber die lassen sich auch wieder anders organisieren. Also lokale Wirtschaft, teilen, reparieren und tauschen wären Dinge, die dann natürlich auch wiederum Güterverkehr und Versorgungsleistungen minimieren können. Also da gibt es noch ganz andere Ecken, an denen man ansetzen kann. Und das sind sozusagen eher soziale oder Kulturpraktiken. Aber die würde ich mal zunächst anstreben und dann schauen, was wir so nicht in den Griff können. Da können wir immer noch schauen, ob die Technik nicht eine Lösung findet. Ist das Ganze jetzt, um auf Ihr Forschungsthema zu kommen, auch eine Generationenfrage oder ist das eine gesamtgesellschaftliche Frage? Oder muss es differenziert sehen, die Frage der Infrastruktur, der Logistik, der Versorgung? Naja, das ist ein sehr heftiges Thema, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht nicht mehr so einen großen Radius haben. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch schon diese Kooperationen, dass die Supermärkte für 5 Euro dann die Hauslieferung machen, wenn einer nicht einkaufen gehen kann. Aber das, was eigentlich, finde ich, statt entwicklungstechnisch oder konzeptionstechnisch viel wichtiger ist, ist, dass man diese kurzen Wege erhält, auch dieses um die Ecke einkaufen gehen, weil das ein soziales Event ist, weil man dabei Leute trifft, rauskommt, in Bewegung gerät. Und entsprechend diese Dinge ja auch in verschiedenen Quartierskonzepten wieder gefördert werden. Zum Beispiel Tübingen macht eine Konzeptvergabe für seine Baugruppenprojekte, sodass die müssen immer irgendeinen, wie auch immer gearteten Baustein in der Erdgeschosszone mit anbieten. Das sind dann zum Teil solche kleinen Werkstätten, es sind kleine Läden, ist die Tauschbörse, es ist ein Kinder, was weiß ich was, oder es ist das Café, wo sich das ganze Quartier trifft. Da ist im Grunde genommen eigentlich das Ganze so, dass diese ganze, wer kriegt seine Dinge des täglichen Bedarfs, wo, dass das eigentlich immer heißt, um die Ecke. Und in dem Fall, wenn man diese Strukturen unterstützt, auch diese ganze Quartiers- und Stadtgesellschaft eigentlich viel besser funktioniert und auch kommunikativer ist. Und für die Alten ist das umso wichtiger. Das war sozusagen der Ausgangspunkt, die Installation oder wie soll man sagen, die Intervention hinsichtlich der Güterbahnhöfe. Ist das jetzt ganz banal gedacht? Man muss wieder mehr Schienenverkehr aktivieren oder ist es eher ein Symbol oder ein künstlerisches Zeichen? Naja, ich sage, wir sprechen hier von so einer Art Recherche, die zwei Künstler betreiben. Das ist nicht, da ist kein wissenschaftlicher
Umgang vorhanden, sondern wie ich es auch versucht zu beschreiben habe, versuchen wir zu gucken, was könnte sein in der Zukunft, mit welcher Stadtgestaltung geht das sich her. Und wenn man sich für Stadtgestaltung interessiert heute, dann sieht man einen Ausverkauf der Eisenbahn in die Städten, und zuallererst der Güterbahn. Verkehr oder die Gelände des ehemaligen Güterbahns. Und das geht für mich nicht zusammen, wenn ich denn um die Zukunft dieser Städte denke. Also, weil ich kann es nicht verstehen, dann wie die Städte in der Zukunft denn sich versorgen werden ohne diesen Schienennetz. Das ist für mich nicht banal, sondern das ist eine wichtige Frage, die zu besprechen wäre. Und auch weil angeblich diese Flächen, sage ich mal, im öffentlichen Hand sind, also der Deutsche Bahn, auf den Deutsche Bahn hat man Gott sei Dank noch Einfluss, auf der Deutsche Post nicht mehr, weil das sind auch Flächen der Deutsche Post sehr oft. Also wenn wir reden über Versorgung und technische Logistik, klar, Amazon installiert sich jetzt in die ehemalige Deutsche Post Verteilerzentren in die Innenstädten. In Düsseldorf fängt es an, das ist ja noch nicht überall, ist ja nicht bekannt, aber Amazon weiß das. Die Technik wird das lösen, aber in Hände von der Privatmarktwirtschaft. Immerhin bei der Bahn hat man quasi ein öffentliches Interesse und einen öffentlichen Hebel, um da anzusetzen. Deswegen kann ich gerade diese Entwicklung gar nicht verstehen. Die ist nicht banal, die ist eigentlich ein Tragödie. Weil sie nicht nur die Versorgung der Zukunft vernichtet, aber die vernichtet auch eine Erinnerungs-, sag mal, Orte der Erinnerungskultur. Das sind brachliegende Flächen in den Innenstädten. Wir haben gesehen am Stuttgart 21, wie das die Gemüter anregt, wenn man anfängt, die Innenstädte umzugestalten. Das sind brachflächende Orte, wo die noch Möglichkeitsräume übrigens sind. Übrigens hier ja gleich in der Nähe am ehemaligen Leipziger Bahnhof haben wir genau dieses Beispiel einer großen Brache, wo zurzeit durchaus die Gefahr besteht, dass die einfach als Großeinkaufszentrum genutzt wird. Es ist Frage, ob es dazu kommt, aber das steht immer noch im Raum. Und es würde ja dann auch die Frage der Freiräume und Freiflächen berühren, einfach diese noch existierenden Freiflächen zu bebauen. Auf jeden Fall, diese kleine Maßstab der Güterbahnhof, nur ein Beispiel in Berlin-Neukölln, ist noch ein Güterbahnhof quasi brach, quasi als Zwischennutzung für jede Menge kleine Gewerbetreibende, jede Menge kleine Handwerker mitten in Neukölln. Demnächst wird das abgerissen, die Leute werden vertrieben, ihre Existenz vernichtet, da kommen dann Wohnungen hin. Also diese Leute betreiben jetzt praktisch eine Zukunftsform der lokalen Versorgung, wie sie es auch sagen. Also da wird zwischengehändelt und das wird jetzt vernichtet. Und das ist nicht in der Diskurs, auch nicht in Berlin, die sich so als grün und was weiß ich und progressiv, da diskutiert keiner drüber, sondern alle sagen, ja, da müssen Wohnungen hin, ganz klar. Aber wir haben gerade gesehen an dem Beispiel von der Verkauf zum Beispiel von der WOBA oder den Abriss von Wohnungen in die 00er Jahren, dass die Entschleunigung muss bei den Entscheidungen stattfinden, glaube ich. Also nicht nur bei unserer Lebensweise, sondern man muss so langsam die Entscheidungen entschleunigen, um einen langen Atem zu haben, um zu überlegen, machen wir das jetzt das Richtige. Ja, ich vielleicht ergänze ich da noch. Also ich bin ganz bei Ihnen und wollte noch mal auf den Aspekt zurückkommen der Produktion im Stadtraum. Also Sie haben das Kleingewerbe genannt. Die Frage ist schon auch, was in Zukunft denn noch in den Städten produziert wird. Und da sollte man auch genauer hingucken. Also wenn das Kapital den Ton angibt, dann werden nur noch bestimmte Dinge produziert oder halt also Handel getrieben und gewohnt vielleicht. Aber hoffen wir mal, dass es sozusagen, dass, wenn man es eindämmen kann, dann können da auch andere Wirtschaftsformen sein. Also die Frage ist, was wird lokal noch produziert? Und da hat man heute ja schon auch Möglichkeiten,
dass Produktion wieder stadtverträglich im Stadtraum passieren kann. Also die Dampfmaschinen, die Kohle, das haben wir hinter uns gelassen. Das heißt, also Digitalisierung, ich nehme mal an, euer Makerspace wird jetzt keine große Emission haben und so weiter. Also das sind neue Produktionsformen am Start, Digitalisierung, die eine Produktion dann auch im Stadtraum zulassen. Und da ist, glaube ich, da tut sich schon auch eine technische Möglichkeit dann für die Städte auf. Ich würde aber davor warnen, dass die Städte zu Selbstversorgungseinrichtungen werden können. Also es wurde schon mehrfach genannt, diese Stadt-Land-Beziehung, die Region spielt eine Riesenrolle. Das heißt, das Land versorgt ein Stück weit die Stadt, ja, tut's. Da muss man auch sagen, die Stadt versorgt natürlich auch das Land. Also die Stadt versorgt das Land außenrum mit Arbeitsplätzen und mit Geld. Also da gibt es auch einen Austausch natürlich. Aber ich bin überzeugt, dass da viele Dienstleistungen, die sozusagen auf dem Land für die Stadt passieren, noch gar nicht berücksichtigt sind, gar nicht im Kopf. Also Klimatisierung ist was, das ist zwar vielleicht jetzt irgendwo im Kopf, aber sozusagen das Land hat nichts davon, dass es sozusagen die Frischluftschneisen für die Stadt bereitstellt und so weiter. Also nicht nur Frischluftzufuhr, auch Wasser und so weiter, Energie, wenn man an erneuerbare Energien denkt, also die Stadt der Zukunft. Klar muss aus erneuerbaren Energien seine Kraft ziehen, die kann eine Stadt kaum auf der eigenen Fläche bewerkstelligen. So, das heißt, auch da wird das Land wieder eine größere Wichtigkeit haben. Bei der Ernährung ist auch so, man kann schon auch in der Ernährung ein Stück weit in der Stadt produzieren, auch hochtechnisch mit Hochhäusern, wo Rinder drin gehalten werden, gibt es in Japan. Das kann man machen, muss man aber vielleicht nicht. Die Lösung wäre vielleicht eher sozusagen diesen Ausgleich Stadt-Land vorzunehmen, dass eben das Land auch die Wertschätzung erhält, die sie quasi an Dienstleistung für die Stadt erbringt. Und damit wird auch das Land wieder attraktiver und wir haben sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich habe so ein vielleicht zwischen den Zeilen durchaus einen ganz veritablen Konflikt herausgehört, zwischen Freiflächen für Brachflächen, für handwerkliche oder was weiß ich, gemeinschaftliche Nutzung und einfach Wohnen. Also das ist das so? Also einerseits braucht eine Stadt, glaube ich, Freiflächen, auf der anderen Seite ist jetzt dieses riesige Thema Wohnen. Das, Adam Page hat es ja gerade von Neukölln angesprochen mit dieser Konkurrenz, dem ehemaligen Güterbahnhof oder was, Neukölln, der jetzt weg soll, zugunsten von Wohnungen. Hier mit dem Leipziger Bahnhofsareal, das wäre ja dann die Alternative zu diesem Globus-Großmarkt, wären auch Wohnungen. Da sehe ich ja dann schon so ein gewisses... Eine gewisse Konkurrenzsituation, kann man die auflösen? Ja, also ich halte das ist schwierig sicherlich. Und dieser ganze Druck, der jetzt gerade auf dem Wohnungsmarkt ist, macht so eine Diskussion natürlich noch viel brenzlicher. Weil es immer darum geht, wie kriegt man das alles in den Griff? Oder wenn jetzt zum Beispiel auch tatsächlich mal wieder Geld für sozialen Wohnungsbau ausgegeben werden soll, was ja die sehr viel bessere Idee ist, als die Leute irgendwie in der Subjektförderung mit Wohngeld auszustatten, dann sind es auf einmal Konkurrenzprojekte, wo eigentlich was ganz Gutes gedacht ist, aber in Konkurrenz zu einer existierenden Freifläche, die vielleicht auch noch eine andere Nutzung hatte oder hat, dann aufgegeben wird. Ich denke, das ist immer so ein Austarieren in den komplexen Entscheidungsprozessen, die in den Stadtgesellschaften stattfinden, und dass alle glücklich sind, wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben. Aber dieses, dass man auf der anderen Seite eine Brachfläche, sagen wir mal jetzt im Worst Case, irgendeinem Investor vor die Füße kippt und sagt, mach, was du willst, du brauchst auch dich nicht um irgendwelche Anbindungen, um Grünflächen oder um sonst welche Qualitätsstandards zu kümmern, sondern das ist uns alles wurscht, mach mal. Also
da finde ich, hat eine Stadt enorm viele Hebel, die sie in Bewegung setzen kann, um da die bestmöglichen Konzepte rauszukriegen. Und sowas passiert ja auch, Gott sei Dank. Aber es gibt halt auch Städte, bei denen das besser funktioniert, und es gibt welche, bei denen das schlechter funktioniert. Und das wäre mir vielleicht auch nochmal ganz wichtig, so zum Thema Zukunft. Es gibt enorm viele sehr, sehr gute Beispiele. Also zum Beispiel jetzt gerade aktuell in Wien diese Seestadt Aspern oder in Zürich, und es gibt auch deutschlandweit gute Beispiele. Man muss bei solchen Ansätzen nicht immer unbedingt das Rad von vorn erfinden. Also man kann auch in den aktuell existierenden guten Beispielen sich jede Menge Anregungen für ein funktionierendes System suchen. Und man kann auch manchmal in die ganz weite Vergangenheit reingucken, in den Genossenschaftswohnungsbau der 20er Jahre oder so. Da gibt es extrem gute Beispiele, die immer noch gut funktionieren. Und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, in dieser Kultur des Konzepteschmiedens vielleicht auch auf die Dinge sich zu besinnen, die schon da sind. Ja, aber das ist halt wirklich zum Beispiel in Dresden nicht selbstverständlich, dass man nicht einen Investor einfach machen lässt. Vor ein paar Jahren hat das Umdenken zwar eingesetzt, aber es gibt Vorzeigeprojekte, sage ich jetzt mal, aber das ist nicht Standard, dass man einfach keine städtischen Flächen mehr verkauft. Nicht nee, mal ich rede auch nicht von Dresden, ja, sorry. Okay, also ich glaube, auch in anderen Städten wird es nicht so sein. Also man muss sich das, glaube ich, immer wieder vor Augen rufen, wie extrem wichtig einfach eine aktive Bodenpolitik ist und dort ein viel aktiveres Gestalten, als es in ganz vielen Fällen passiert. Wie ist die Zukunft für euer Areal, Rosenwerk? Ist es jetzt ungefährdet für die nächsten Jahre oder gibt es dann Veränderungsinvestitionsdruck? Wie sieht es aus? Ganz bestimmt wird da viel gebaut werden. Es ist jetzt noch sozusagen gerade, die Kräne stehen noch ein paar Kilometer weiter, aber das ist absehbar, dass unsere Mieten, also wir haben jetzt zum ersten Mal länger als 3 Monats Mietvertrag, der geht jetzt mal 3 Jahre, das ist schon mal ziemlich geil, aber was danach ist, keine Ahnung. Interessant ist genau die Fläche bei uns gegenüber, das war die, auf der wir da saßen, auf der Brachfläche da und die Buchstaben hingelegt hatten, das ist die allerletzte große kommunale Fläche in Dresden, und weil unser Oberbürgermeister ein enger Freund von dem Veolia-Chef ist, kennt man sich halt, und Veolia kann das als Arrondierungsfläche sozusagen ohne eine öffentliche Ausschreibung sogar bekommen. Und es ist sozusagen, eigentlich sind alle Messen gelesen, aber noch ist es formell nicht abgelaufen. Das ist was, was wir unbedingt verhindern wollen, weil es sogar ein kommunales Eigeninteresse gibt an der Stelle für so kommunale Dienstleistungen, technische Dienste, die wollen da selber rein. Aber es ist eben nicht Standard in dieser Stadt, dass man nicht höchstbietend verkauft. Ist das in Karlsruhe anders? Nein. Ja, und an der Stelle nochmal, also anschließend, der Hinweis, zurückkommen auf Sie. Es ist ja zunächst mal nicht die Frage nach zu wenig Wohnraum an sich, sondern die dringende oder die akute Frage ist die nach bezahlbarem Wohnraum. Also es lebt ja niemand auf der Straße, es muss niemand auf der Straße leben, unter der Brücke, sondern die günstigen Wohnungen sind nicht da. So. Also es ist zunächst mal eine Frage des Kapitals, also des Geldes. Und da ist natürlich schon so, dass die Stadtverwaltung, die Kommunalpolitik da eigentlich viel größere Spielräume und eine viel größere Macht hätte, sich diesen Stadtraum auch zu regulieren und eben nicht jeden Investor ranzulassen, sondern Vorgaben zu machen, was der, wenn dann überhaupt privates Kapital da reinkommt, was der Investor quasi an Auflagen leisten muss oder eben gar nicht verkaufen beziehungsweise wieder zurückkaufen. Und also da müssen wir hingucken und auch vielleicht unsere Städte, unsere Gemeinderäte und Bürgermeister einfach auf die Füße treten und sagen, hey, ihr habt sozusagen Macht und ihr habt aber auch den Auftrag, sich um diese Stadt zu kümmern. Und es ist der schlechtere Weg, wenn sozusagen
die Aushandlung, wer jetzt welche Fläche für was nutzt, über die Ökonomie geht, also der am meisten bezahlt, bekommt die Fläche. Das ist zwar kurzfristig natürlich, ja, bringt es Gewinn, auch für das Stadtsäckel, aber langfristig ist es der falsche Weg. Da muss man sagen, was die Stadt gehört ihren Bürgerinnen und Bürgern, und die sind sozusagen auf demokratischem Wege, sollten die Einfluss darauf haben, was mit ihrer Stadt passiert. Ja, nur vielleicht ein kurzer Hinweis darauf, dass ich glaube, je besser es die Städte geht, je schlechter es geht ihren Umland. Das heißt, was Berlin gerade macht, durch die angesprochene Verdichtung, ist, dass sie es schwieriger für Cottbus, Schwerin, Wismar, Magdeburg und so weiter macht, und die als Städten, plus natürlich dann der Umland, weil wir sehen, glaube ich, zurzeit oder immer wieder diesen Brain Drain, also dass die Leute natürlich in die hippen, coolen Städten rein wollen. Und wenn wir die Wohnraum, also ist jetzt eine These, ist nicht unbedingt meine, aber ich glaube, die ist zu diskutieren, wenn wir den Wohnraum denn billiger machen in den Städten durch Sozialwohnungsbau und so weiter, dann ermöglichen wir noch mehr Brain Drain, oder wir unterstützen noch mehr Brain Drain dazu. Ich denke, wenn man jetzt das Beispiel Berlin nimmt, Berlin und Brandenburg agieren komplett separat zueinander, obwohl Berlin mitten in Brandenburg liegt. Also da ist eine Fehler gemacht geworden. Man hätte die natürlich das muss ein Land sein. Aber und das führt dazu, dass Berlin macht seine Politik und zur Ungunsten des Umlands. Und das heißt, das kommt auf unsere Diskussion heute Abend, ist halt, welche Stadt, es geht um die Stadt, aber es geht nicht darum, es muss um die Region gehen, sonst wird ein anderer ausgespielt gegeneinander, das muss gemeinsam gestaltet werden, und dann wird man nicht zu diesen Ausspielen, dass andere dazukommen. Ich glaube, und da sind wir dann wieder bei Mobilität oder Bahn. Wie mache ich dann das Attraktive, dass jemand dann bleibt in einer Stadt wie Cottbus? Heute bin ich über Cottbus hierher gekommen aus Berlin, weil der Zug, der nicht hält zwischen Berlin und Dresden, so ausgelastet war, so voll war, dass ich keinen Platz in diesem Zug bekommen oder kein Ticket kaufen durfte, hatte den Vergnügen, dann über Cottbus zu reisen. Wir sind, glaube ich, 30 Mal ist der Zug angehalten, habe ich alle möglichen Eindrücke dann bekommen von diesem Umland um die beiden Städten. Und das ist, sage ich mal, dieser technische Fortschritt, die wir immer haben möchten, also es muss immer schneller gehen, dann baut man natürlich Züge, die dann viel, viel schneller zwischen Großstädten verkehren. Und dann springen wir über diese unproduktiven Umland und lassen die Leute natürlich dann quasi abgehängt da. Und also wo führt das jetzt hin? Wir haben ein Riesenproblem. Ich glaube, es fängt auch bei die in den Städten leben und die Städten gestalten. Sie müssen auch so langsam an andere Orte auch denken, also im Sinne eines Standortwechsels im Kopf betreiben. Okay. Gehen Sie doch nach Freital, sagt man. Ich denke, es gab jetzt eine ganze Menge an Ideen, an Thesen, an Input. Vielleicht ist jetzt aus Ihrem Kreis, gibt es Kritik oder Fragen oder Gegenrede oder Anregungen oder Zukunftsblicke. Ja, guten Abend, Clemens Dahlmann. Ich würde diese Diskussion um Stadt-Land auch unterstützen. Zunächst mal müssen wir wissen, dass 50% aller Deutschen leben in Städten kleiner 20.000 Einwohner, die Hälfte. Und wenn man genauer hinguckt, ein Drittel wohnt auf dem Dorf. Das ist die Situation. Und die Wohnungsnot, die wir haben, die konzentriert sich auf ein paar wenige Hipster-Städte. Das heißt, wir haben im Moment eine grässliche Wahrnehmungsverzerrung, was da draußen abgeht, weil wir werden in 5 Jahren wieder 1 Million leerstehende Wohnungen in Ostdeutschland haben. Das war mal eine Zahl,
wo man dachte, politisch eingreifen zu müssen, wegen des Leerstandes. Also ich glaube, ganz wichtig, Stadt, Kleinstädte, die Zukunft der Kleinstädte eher zu thematisieren als die Zukunft der Großstädte. Das wäre mein Beitrag für heute. Und das andere ist ja auch nett, wie Sie jetzt hier da sitzen. Es sind alles Nischenprodukte, nicht? Also Repair-Café, so ein bisschen alternativ öko. Sie machen sehr stark auf Partizipation. Dann haben wir diese sozialen Ansätze, gerade gemeinschaftsorientiertes oder generationsübergreifendes Wohnen und Kunst als Oppositionsbewegung im städtischen Raum. Das sind so die klassischen Angriffspunkte auf den Mainstream. Das machen wir seit 30 Jahren. Und die Frage ist für mich, wie bekommt man denn mit bestimmten Themen, sage ich mal, mehr Bewegungsmasse dahinter, damit man aus diesen Nischen herauskommt und eher, sag mal, eine breite Bewegung hat. Nach meinem Dafürhalten scheitert das immer an den Rahmenbedingungen. Wenn wir über Genossenschaften sprechen und die Politik macht die Genossenschaften unattraktiv, weil es viel teurer ist oder man eine schlechtere Finanzierung bekommt, wenn man über das Genossenschaftsmodell finanziert, dann muss man sich nicht wundern, dass diese Modelle bei uns für Neugründungen, kleine alternative Projekte nicht angewendet werden. Das heißt also, es gibt viele Dinge, wo die Politik Rahmenbedingungen ändern müsste. So, wie bekommt man jetzt die Mehrheiten? Weil die Politik macht ja nur was, wenn sie weiß, dass sie hat auch Mehrheiten dafür. Das ist für mich die große Frage. Wie bekommt man Mehrheiten zusammen für Veränderungen? Ich denke, der einzige Ansatz, wo ich sehe, dass der wirklich breit funktioniert, sind, wenn man, sagen wir mal, Immobilien, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der kommt daher, Immobilien von vielen für viele, also wirklich breit und am Gemeinwohl orientierte Nachbarschaftsprojekte hat, die über eine gewisse Zeit existieren, wo wirklich alle im Umfeld mitmachen. Da sehe ich so eine breite Mehrheit, wo irgendwie geschaffen, aber wie sich das hochskaliert, keine Ahnung. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen, also natürlich ist es jetzt vielleicht hier eine kleine Nischenriege, aber diese ganzen sozial orientierten Projekte, die haben schon auch einen ziemlichen Drive bekommen in den letzten 10 Jahren. Der Drive hält nach wie vor an und die haben auch eine enorme Wirkung auf das umgebende Quartier und es ist nicht unbedingt nur was für die Hipster-Standorte in irgendwelchen Universitätsstädten, wo dann die Lehrerfamilien sich zusammentun und so schön nett miteinander finden und auch keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen suchen. Es gibt durchaus auch auf dem Dorf solche Ansätze, also gerade auch im Hinblick auf leerstehende Immobilien, die dann neu und umgenutzt werden. Die Wüstenrot-Stiftung hat mal einen relativ großen Wettbewerb gemacht, Land und Leute, wo man das auch so ein bisschen sehen kann. Und die Wahrnehmung ist natürlich immer erstmal die Defizitwahrnehmung. Oh Gott, das funktioniert alles nicht. Oder die Infrastruktur ist in den ländlichen Regionen am Boden. Aber es gibt auch jede Menge Dinge, die passieren. Und ich glaube, ich finde, es lohnt sich schon auch da drauf zu gucken, selbst wenn sie vielleicht jetzt nicht unbedingt das Massenphänomen sind, weil sie einfach Dinge auch am Laufen halten, die auch eine gewisse Dynamik kriegen. Also rosa Brille müssen wir deswegen alle nicht aufsetzen. Es ist an vielen Stellen schwierig und auch nicht zukunftsorientiert, aber ich glaube, die Nische so als, sagen wir mal, so ein bisschen zu verdammen und zu sagen, naja, ihr in eurer Nische, das ist jetzt, finde ich auch, wäre mir etwas zu pessimistisch gedacht. Ja, aus der Perspektive der Nachhaltigkeit würde ich sagen, wir leben in einer nicht nachhaltigen Kultur, mit einer nicht nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise. Das heißt sozusagen, die nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise ist die Nische. So, also da ist sozusagen, natürlicherweise ist die noch in der Nische. Wie kriegen wir das in den Mainstream? Ich glaube, eine generelle
Antworten, Königsweg gibt es nicht. Wir versuchen so ein bisschen, wir unterstützen mit der Wissenschaft, das hilft, also da kriegt dann die Nische beim Oberbürgermeister noch einen wissenschaftlichen Anstrich und damit sozusagen einen besseren Ruf. Also da gibt es schon Wege. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich da auch was tut. Also wenn man jetzt mal die Wahlen anschaut, das Abschneiden der Grünen, die Relevanz des Klimathemas, das war, also Klimawandel 1980 hat der Spiegel quasi getitelt, der Klimawandel findet statt, und bis vor wenigen Jahren war er nirgends in den Köpfen und inzwischen ist er sozusagen wahlbestimmend in Europa. So. Also da muss man schon auch sagen, da tut sich auch was. Also es ist, ich würde mal sagen, es gibt zumindest auch Strömungen aus den Nischen raus. Absolut, aber es reicht halt nicht. Also skippen wir vorwärts sozusagen, das ist ja die Frage. Du schließt im Grunde an die, ich befürchte, es ist fast schon beantwortet. Mir ist eingefallen zwei Dinge, also ich wollte eine Frage stellen, aber mir sind zwei Dinge eingefallen. Einmal war ich letzten Sommer in Accra in Ghana, bei Kofi Annan ist mir das wieder eingefallen. Und das hat mich so ein bisschen auf die Frage des Maßstabs, in dem man über Städte redet und auch über die Zukunftsstädte gebracht. In der Ausstellung hier haben vielleicht einige gesehen, dem Archiv der Vanguarden sei Dank, gibt es einige Arbeiten von Buckminster Fuller, also eine Art von globaler Vision in einer Art globalisierter Form, also eine Kuppel Klima informiert und die Konsequenzen gezogen auf einer großen Ebene. Ich habe kürzlich mit der TU Dresden ein Projekt angefangen, Utopien. Da haben wir dann festgestellt, dass in dem ganzen Seminar keine einzige Utopie gibt, die in die Zukunft gedacht ist, sondern nur alte Utopien wieder verarbeitet werden. Also gibt es aus meiner Sicht diese große Utopie nicht zurzeit. Und wenn ich das so sehe, das schließt ein bisschen an, gibt es jetzt sozusagen statt Accra und Buckminster Fuller Ost-Karlsruhe und Berlin-Hellersdorf und Dresden, weiß ich gar nicht, welcher Stadtteil das ist, ehrlich gesagt, aber das ist vielleicht auch nicht kein Zufall. Also würden Sie das für einen Fortschritt halten, dass man auf einem kleineren, von einer kleineren Ebene aus denkt und dann guckt, dass man eine größere Ebene erreicht und nicht gleich oben buchstäblich in der Kuppel anfängt? Ich kann mich an die Kunstprojekte aus den 70ern, Walking City, Plug-in City erinnern, die das eher anders gemacht haben. Ist das für Sie eher ein Fortschritt, dass man das nicht mehr braucht vielleicht, so eine große Vision? Das richtet sich fast an Sie, die Frage. Also vielleicht kann der Künstler auch noch was dazu sagen, aber also ich versuche es mal. Sie haben gesagt, dass wir die nicht mehr brauchen, diese Utopien. Die Feststellung vorher war ja aber, dass wir sie gar nicht mehr haben. Also die Utopien, die neuen Utopien gibt es gar nicht mehr so richtig, sondern es werden nur die alten wiederholt. So, das ist, also da ist schon was am Gären in der Menschheit, würde ich mal sagen. Und also ich glaube, es gibt eine Utopie, die gerade so am Zuge ist, aber die Frage ist, ob wir die wollen. Also ich weiß nicht, ob Sie Homo Deus kennen, dieses Werk, also sozusagen die Gottwerdung des Menschen, das wäre so eine, also und zwar durch die Technik, über die Technik, die technische Verbesserung des Menschen, da gibt es schon noch Utopien, die auch greifen und die sozusagen auch gesellschaftliche Relevanz erzeugen, aber die sind auch ein bisschen monströs, so, also für meinen Geschmack. Das andere, naja, dann würde ich mal sagen, gut, diese Utopien, die haben wir jetzt die letzten 10, 100, vielleicht auch 500 Jahre gehabt. Was wir nicht geschafft haben, ist sie umzusetzen. Also die Romantik ist immer noch nicht verwirklicht. Da gibt es viele, viele Sachen noch zu holen. Also vielleicht ist unsere Aufgabe tatsächlich jetzt auch mal sozusagen die Sachen auf den Boden zu bringen und umzusetzen. Und da hilft es dann auch, wenn man sozusagen Schritt für Schritt vorgeht. Der Künstler zum Thema Utopie. Ist ja immer beliebt, sowas an die Künstler auch zu delegieren. Naja, ihr habt vielleicht bemerkt an unserer Praxis, dass wir eine sehr hands-on, also sehr handlungsorientierte Praxis betreiben. Wir arbeiten nicht in unserer Utopie im Atelier zum Beispiel. Ich glaube, das ist quasi ein utopischer Raum geworden. Ich würde mal sagen, dass das wahrscheinlich in der Wahrnehmung, dass die Utopien eher als top-down
breit gesehen werden, also dass die Utopien entstehen in den Köpfen von weniger und werden dann an den breitere Gesellschaft übertragen. Und das ist etwas, was in Stocken geraten ist. Ich glaube, das ist auch diese Infragestellung des Wissens und wem gehört das Wissen. Und ich glaube, Sie haben recht. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo es ums Handeln geht, wo es ums Umsetzen geht, wo dann vielleicht Denken aus in utopischen Raum in einen realen Raum so blicken lassen muss. Unsere Antwort dann als Kunst, und da gibt es jede Menge, die das auch tun, ist eben dann aus den Bubble des Kunstbetriebs, aus dem Bubble der Institutionen oder die Universitäten rauszutreten und diese Herausforderung dann anzunehmen, ja, über Kunst zu sprechen in nicht kunstaktiven Milieus oder über Nachhaltigkeit zu sprechen oder über Wohnen. Konzepte zu sprechen außerhalb des Fachbereichs. Ich glaube, das ist, was wir machen müssen. Das ist vielleicht wiederum eine Utopie, zu denken, dass das funktioniert. Aber das ist eben die Herausforderung an solche Häuser wie das hier. Warum findet diese Diskussion dann nicht auf der Straße statt oder in der Kunsthalle in Prolis statt, und zwar weil es diese Kunsthalle nicht gibt. Von daher. Und auf der Straße nicht, weil es da vorne zu laut wäre, was auch wieder was mit Stadt zu tun hat. Naja, Gott sei Dank beweisen uns dann eben die jüngere Generation, dass auf die Straße doch geht und gerade so diesen, was sie da reingebracht haben, ein bisschen so diesen diesen Rückschläger, die wir erhalten, ich glaube, diesen Nischen, in denen wir sitzen und nicht so wirklich viele Leute erreichen, da möchte ich eine kleine Lanze brechen für die Nische, die hieß, glaube ich, für 15 Jahre oder für 10 Jahre kulturelle Bildung. Das war eine Randerscheinung in Schulen, jetzt sprechen wir von Deutschland. Die ist aber nach, sage ich mal, 15 Jahren jetzt offensichtlich, hat sie eine Auswirkung in die Schulen gehabt, weil die jungen Menschen gehen aus diesen Schulen heraus mit diesen Selbstermächtigungen, ich streiche den Klima. Das ist nicht ein Zufall, das kommt auch aus sehr viel kultureller Arbeit in der kulturellen Bildung, die über Jahre die Schulen und Schulen gesagt hat, ihr müsst nicht nur auf den Tafel klotzen, sondern es hat auch ermächtigt, was anderes zu machen. Und das hat die kulturelle Bildung lange Jahre gemacht, als Nische, ohne dass es bekannt ist. Für mich ist das aber eine Auswirkung, wo die Nischen dann unsere Gesellschaft prägen. Okay. Erika Schmidt, ich möchte auf die tatsächlichen aktuellen politischen Handlungsmöglichkeiten zurückkommen, von den Utopien weg. Und da hat das, was Sie eingebracht haben, meine ich, die Anregung gebracht, auf zwei Ebenen zu denken. Nämlich einmal die Stadt als ein Mosaik aus kleinen Versorgungseinheiten zu denken, sowohl was Recycling betrifft, als auch das Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen. Zum anderen aber auch der Hinweis auf die regionale Betrachtungsweise. Und da hat mich der Beitrag von Frau Scherzer drauf gebracht, nochmal zu reflektieren, was eigentlich sowohl im genossenschaftlichen Wohnungsbau als auch Städtebau in den 20er Jahren für Aktivitäten entwickelt worden sind. Und ich denke hier an die Zweckverbände, die damals ihren Ursprung hatten und die ja gerade auch in puncto Bereichs- oder regionale
Grundflächen, Bodenpolitik, regionale Infrastrukturplanung, regionale Standortentscheidungen tatsächlich Strukturen gebracht haben, die heute noch tragfähig sind. Also zum Beispiel, dass Berlin so lange funktioniert hat, ist sicher diesen 20er Jahre Entwicklungen und Ideen zu verdanken gewesen. Und ich glaube auch, ich fand das sehr wichtig, Ihren Hinweis darauf, dass man Infrastrukturen nicht leichtfertig aufgeben sollte, nicht unbedingt, um da jetzt wieder die Bahn fahren zu lassen, sondern vielleicht gibt es dann auch neue Verkehrsmöglichkeiten, die auf diesen Trassen sich bewegen können. Jedenfalls sich den Zugriff auf Netze von öffentlichem Raum zu sichern, das scheint mir eine der Hauptaufgaben zu sein. Und das muss auf regionaler Ebene geschehen. Da reicht es nicht, sich auf die Stadt zu konzentrieren. Ja, genau, nur ein Hinweis. Leider gibt es sozusagen, die politischen Strukturen bilden das eben nicht ab. Also da fehlt es sozusagen. Also gebildet. Zweckverbände kann man gründen, kann man auch heute gründen, wenn man es will. Man will es nicht unbedingt mehr, weil es eben die örtlichen Entscheidungsbefugnisse einengt. Wir hatten auch im Raum Hannover lange Zeit einen erfolgreichen, leistungsfähigen Zweckverband, der im Grunde versandet ist. Man muss es wollen, und ich glaube, das sieht heute etwas anderes aus mit der politischen Bereitschaft, auch, sagen wir, sowas wie eine Entscheidungsbefugnis abzugeben, wenn man kooperativ daran geht. Gut. Weitere Bemerkungen oder Fragen? Ja, Dankeschön. Mein Name ist Peer Haller. Ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, wie man die Zukunft der Stadt erörtern soll, ohne auch die künftigen Techniken und Technologien, die jetzt im Entstehen begriffen sind, mitzudenken. Ich meine, wenn man mal so die Technikgeschichte der vergangenen Jahre in Verbindung mit der Stadt betrachtet, das Automobil, die Telekommunikation, die Transportwege, die Eisenbahn, das alles hat ja Spuren in der Stadt hinterlassen. Und ich bin überzeugt, dass in Zukunft, wo wir in einer Zeit so, sagen wir mal, großer technischer Umwälzungen uns auch befinden, ja, die Stadt von der Seite eine große Veränderung erfahren wird. Und das sind meiner Meinung nach Dinge, die nun wahrscheinlich auch schwer absehbar sind, aber mit Sicherheit wird es so sein, dass alle, die irgendeine Technologie anbieten können, verkaufen können, sich sofort irgendwo auch für die Lösung von Problemen anbieten werden. Ja, gebe ich Ihnen recht. Ich habe auf der Fahrt her noch mal überlegt, so was hat denn die europäische Stadt geprägt, und ich bin auf zwei Dinge gekommen. Das eine ist eine Katastrophe, der Zweite Weltkrieg. Der hat die Strukturen unserer Stadt, so wie sie jetzt zu erleben sind, stark geprägt. Und das Zweite ist das Auto, glaube ich. Also sozusagen die Straßen durch die Städte durch, die einfach sehr, sehr prägnant sind und sehr prägend sind. Von dem her, ja, Technik prägt, klar. Da ist so die Frage, ich glaube, in vielen Bereichen können wir da ganz gut damit umgehen, auch mit dem, was an neuen Technologien jetzt unterwegs ist. Ein Elektroauto oder ein autonom fahrendes Auto, das kann sich zunächst mal auch der Straße bedienen. Da muss man so gar nicht wahnsinnig viel ändern. Vielleicht ändert sich in der Wahrnehmung, ich meine, die summen und machen auch die Elektroautos, vielleicht ändert sich da auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, da vieles von dem, was gerade so in der Pipeline ist, damit kommen wir zurecht. So, was glaube ich, sagen wir mal, holpriger oder problematischer ist, ist sozusagen die Informationstechnologie, die einfach immer mehr unsere sozialen Räume und unsere Denkräume durchzieht. Also da sind und letztlich dann auch politische Entscheidungsprozesse mit beeinflusst. Das sind dann
sicher technische Entwicklungen, die uns massiv betreffen und auch wirklich ganz, ganz neue Dimensionen aufmachen, die wir bisher noch nicht kannten. Also eher so vom Pferd zur Eisenbahn, so dieser Sprung. Die sind sicher prägend für die Stadt. Das spielt sich aber so ein bisschen also abseits des Materiellen zunächst mal ab. Also es sind eben, wie gesagt, eher die sozialen Räume und die politischen, die damit infiltriert werden und sozusagen damit mit umgehen müssen oder sich, wie auch immer, also ja, umgehen, in welcher Art und Weise. Das nur so als Nebenbemerkung vielleicht. Eine kleine Ergänzung zu dem technischen Wandel. Vielleicht wird er wesentlich dramatischer oder hätte er möglicherweise wesentlich dramatische Auswirkungen auf dieses Stadt-Land-Verhältnis. Denn mit dem Thema, sage ich mal, Telemedizin oder Telelearning, das Transportieren von Gütern mit, also des täglichen Bedarfes durch was auch immer, wie autonom oder was auch immer, da stecken für mich meiner Ansicht nach enorme Chancen drin, gerade sagen wir mal, den etwas dünner besiedelten Raum besser zu erreichen, ihn attraktiver zu machen und da einen Gegenpol gegen die Stadt aufzumachen. Denn im Grunde genommen ist Deutschland ein verstädteter Raum. Wenn Sie mal so ein Schwarzbild angucken von Deutschland, da gibt es eigentlich kaum Fleck, wo nicht irgendwo ein Siedlungsraum ist. Insofern, und die Menschen leben alle in einer städtischen Lebensweise. Sie konsumieren wie Städter, auch wenn sie auf dem Land wohnen. Sie machen die gleichen Fernreisen wie die Städter, möglicherweise je nach Portemonnaie natürlich immer. Aber im Grunde genommen unterscheiden sich die Lebensweisen nicht mehr so dramatisch, möglicherweise mentale Einstellungen noch. Aber diese technologischen Revolutionen werden meiner Ansicht nach eher dieses Verhältnis zwischen Stadt-Land aufbrechen können. Und das wäre für mich was Positives, dass wir von dieser, sagen wir mal, Vorstellung der Turbo-Urbanisierung und der großen zentralen Städte, wo wir alle hinrasen müssen, dass wir da mal aus dieser Sackgasse rauskommen und den Rest auf einmal ein bisschen besser wahrnehmen. Ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt aufmachen, der, glaube ich, ganz, ganz, ganz zentral ist. Wie werden wir zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg von Institutionen, von vielleicht Bereichen, Zuständigkeiten in Stadtverwaltung, also wie kann Koproduktion, das ist so das, was sich auch ein bisschen hinter dieser Kelle verbirgt, also wie können wir schaffen, gemeinsam die Zukunft zu bauen oder so, weil wer im Raum hat dazu Erfahrungen, gute Ideen, Modellprojekte anzubieten? Ja, ich glaube, das ist echt das Ding. Also daran müssen wir arbeiten. Wie begegnen wir uns? Wie können wir uns erstmal beschnuppern und sozusagen eben Schritt für Schritt gemeinsam etwas schaffen? Weil allein wie eine Stadtverwaltung aufgebaut ist, das wird die Probleme nicht lösen können. Also es ist irgendwie ein soziales Problem, es ist ein kulturelles, es ist ein Umweltproblem, es ist auf jeden Fall auch ein Wirtschaftsproblem. Also wir kämpfen damit jeden Tag bei jedem Projekt und ja, glauben, dass das wirklich zentral sein wird, dass man Foren schafft und ja, Experimentierflächen, wo so eine Zusammenarbeit erprobt und dann verstetigt werden kann. Wie wären die Wunschstadtverwaltung, bei die dem adäquat wäre oder wie die einfach funktionieren würde in so einem Sinn? In einem Sinn wäre das agil, in einem Wort meine ich. Nimmt ein Führung in einem Projekt und es geht nicht ständig von unten nach oben, wieder nach unten, wieder nach unten und so. Es vergeht so viel Zeit, die Leute sind so vorsichtig. Das ist ja das Krasse, man wird so vorsichtig in diesen Institutionen, weil man immer nur Angst hat, dass der Vorgesetzte irgendwo, dass man sich irgendwo die Finger verbrennt und das noch gepaart mit Dresdner Kultur. Einfach echt verrustet oder so. Ja, dazu einen Ansatz vielleicht zur Sprache zu bringen. Die Beteiligungsverfahren, die ja mehr und mehr angewendet werden,
und dazu führen, dass eben nicht nur mehr zwischen potenziellen Investoren und einer Stadtverwaltung ausgehandelt wird, was wo geschieht, sondern dass auch direkt und indirekt betroffene Bürger der Stadt eine Möglichkeit bekommen, Vorstellungen einzubringen, Erfahrungen einzubringen. Die greifen, glaube ich, so langsam auch hier in Dresden. Und ich fand es wichtig, was Sie sagten, dass man sich sehr viel mehr Zeit lassen müsse, wenn es um Entscheidungen in der Stadt geht. Dass nämlich viele Entscheidungsprozesse dadurch gewinnen, dass nicht von einem Tag auf den anderen aus einem groben Konzept ein Bebauungsplan und dann auch gleich ein Gebäudekomplex wird, sondern dass man tatsächlich Schritt für Schritt und in einer diskursiven Auseinandersetzung darüber vorgeht. Und dafür kann man sich selbst in Dresden politische Mehrheiten vorstellen. Ich bin ja ich hatte ja biografisch gesehen zwei schwere Einbrüche im Hinblick auf Bürgerbeteiligung, muss ich jetzt provozierend antworten. Das eine hat mit Dresden und der Waldschlösschenbrücke zu tun und der andere hat mit Stuttgart und Stuttgart 21 zu tun. Also ich weiß nicht, ob immer die Bürgerbeteiligung und die Mehrheit der Bürgerinnen das klügste und zukunftsweisendste Konzept findet. Das nur als kleine persönliche Randbemerkung. Naja, es geht, glaube ich, darum, auch die Länge des Prozesses zu überlegen. Und jeder kennt inzwischen auch in seiner Nachbarschaft oder in seinem Stadtteil Beteiligungsprozessen, wo das Wissen ja, auf der einen also praktisch in Fachhänden liegt und dann wird versucht, dann etwas Wissen abzugeben und dann wird gleich gefragt, ja, soll jetzt der Sitzbank grün oder rot sein? Und das, der Brexit ist ja ein Klassiker, um Gottes Willen nicht das Volk fragen, was er will. Oder man informiert sie richtig vorher. Und das ist, wo wir wieder dann gefragt sind, aus unseren Nischen zu treten und das Wissen zu teilen und das ja und die Dinge zu verlangsamen, wie Sie es auch meinen, weil ich glaube, diese partizipatorischen Sachen sind wie oft ein Alibi das Wissen ist ja nicht verteilt, das Wissen ist ja nicht vorhanden, um die Entscheidung zu treffen. Ja, genau das ist der Fall. Und wenn man an die Waldschlösschenbrücke denkt und sich nochmal in Erinnerung ruft, was da als Informationsbasis bei der Fragestellung geliefert wurde, dann konnte kein Mensch sich vorstellen, welche Konsequenzen dieses Bauwerk hat. Also das war ein Musterbeispiel für uninformierte Entscheidung der beteiligten Bürger. Was ich meinte, sind Verfahren, wie es sie ja mittlerweile nun auch schon in den Sozialwissenschaften entwickelt gibt, wo man ganz gezielt je nach der Fragestellung Betroffene oder auch sonst wie irgendwie involvierte Kreise aussucht und mit denen nicht nur in einer Befragung zu einem Ergebnis kommt, sondern in einer Art Lernprozess. Und das ist es, was gerade in der Stadtentwicklung häufig fehlt, dass die wenigsten die Instrumente kennen, dass sie überhaupt erstmal ihre Entscheidungsmöglichkeiten, ihre Spielräume sollten kennenlernen können. Und da ist die große Chance dann eben auch zu einer größeren Akzeptanz für auf diese Weise getroffene Entscheidungen zu kommen. Und ich würde unbedingt noch eine Lanze brechen, dafür diese Prozesse praktischer zu machen, diese Dinge auszuprobieren und zu erleben im Stadtraum und nicht an Pinnwänden zu diskutieren. Es ist eigentlich nicht so schwer. Rechtlich sind alle Grundlagen dafür da. Man muss sich einfach nur trauen. Beispielsweise? Keine Ahnung, wenn man den Neustädter Markt umgestalten will, dann was auf dem Neustädter Markt zu machen und was hinzubauen und was auszuprobieren. Und vielleicht nicht nur in der Messe. War cool, was in der Messe war, aber es reicht
Auch nochmal zum Thema Partizipation. Ich glaube auch nicht, dass es die glückselig machende Lösung ist, wenn jetzt alle über alles entscheiden und alle mit bei allem beteiligt werden. Das ist sicher auch nicht der, also es gibt einen guten Grund für Expertenwissen und ich meine, da sollte man vielleicht dann auch den Experten ein Stück weit trauen und es gibt auch einen guten Grund, warum eine Verwaltung zurückhaltend operiert. Die müssen die Stadt verwalten und das eher tradieren, was da in der Stadt passiert. Aber trotzdem haben wir damit ein Problem und ich habe auch ein Problem damit. Bei der Partizipation ist, glaube ich, ein Schlüssel, dass bei Ihnen war es implizit da, dass das, was an Partizipation versprochen wird, dann auch passiert. Also, dass man nicht so tut, als ob sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können und dabei informiert man sie nur oder vielleicht konsultiert man sie, das heißt, man fragt, was sie denn dazu denken und macht dann einfach, was man möchte. So. Also da wird auch Vertrauen verspielt und wirklich auch Unmut. Also der Wutbürger, den kann ich mir schon auch ein Stück weit erklären. Das heißt, da Prozesse zu finden und Sie haben Sie haben einen genannt, in denen wirklich auch kooperativ dann Dinge gestaltet werden können, die sind sehr, sehr wertvoll. Und da dann auch, also da wird es dann auch spannend, um aus der Nische rauszukommen, wenn dann sozusagen die Alternativen aus der Zivilgesellschaft dann mit den Investoren zusammenschauen, was machen wir? Also sowas und dann aber gemeinsam auf Augenhöhe Lösungen suchen. So, da wird es wirklich auch spannend für den Stadtraum. So. Eine Bemerkung noch zur Zeit. Hier war der Vorschlag, entschleunigen, Prozesse langsamer zu machen. Da bin ich auch sehr dafür. Ich habe auch mal so aus der Nachhaltigkeitstheorie mal die These gewagt. Also zunächst mal müssen wir viele Sachen einfach lassen. Nicht noch viel mehr machen, sondern viele Dinge einfach lassen. Das wird schon viel helfen. Und wir müssen uns auch mehr Zeit, also diese ewige Beschleunigung auch von Entscheidungsprozessen, die führt ins Elend letztlich. Also da müssen wir auch entschleunigen, diese Prozesse. Auf der anderen Seite rennt uns die Zeit davon. Also das ist schon also sozusagen ein fundamentaler Zielkonflikt. Wir merken, wie das Klima davon rennt, die Arten aussterben, die soziale Ungleichheit zunimmt und sagen dann, wir bremsen jetzt die Entscheidungsprozesse. Also da weiß ich leider auch keine Lösung. Ich will nur darauf hinweisen, dass es da wirklich einen riesigen Konflikt gibt. Toll, dass ich Ich wollte eine kurze Vorbemerkung, wollte eine Frage stellen, aber es ist mir jetzt ein paar Mal aufgestoßen. Ich wollte doch zumindest darauf hinweisen, dass wir in dieser Stadt seit mehreren Jahren eine andere Politik haben, als sie vorher war. Also es gibt durchaus Änderungen, auch durch einen normalen demokratischen Prozess. Wir haben einen grünen Stadtbaudezernenten, eine grüne Umweltministerdezernentin und eine linke Kulturdezernentin. Und nur als ein Beispiel, die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 25 sähe mit Sicherheit anders aus, wenn wir eine andere Mehrheit hätten. Also insofern, ich denke, das kann man auch nicht ganz ignorieren, dass es Änderungen auf Tübingen und Karlsruhe und diese ganzen Städte, wie wir kennen, und Berlin, haben ja in der Regel entsprechende Mehrheiten und eben keine anderen. Also insofern, aber das nur vorweg. Ich wollte nur einen Punkt, der war mir aufgefallen. Ich vermute, wenn wir vor 2 Jahren jetzt hier gesessen hätten, sähe vielleicht sogar auch die Ausstellung anders aus und wir würden weniger über Versorgung, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Klimawandel sprechen, sondern über das, was die Stadt eben auch immer ausgemacht hat, nämlich als Integrationsmaschine. Das ist zurzeit total vergessen, läuft so subkutan natürlich weiter, es gibt überall, aber deswegen nur so eine Frage. Integration, das ist jetzt relativ viel auf Zuwanderung reduziert, betrifft aber auch Integration von Generationen natürlich und von Arm und Reich und von Fabrik und nebenan. Deswegen nur meine Frage, wo sehen Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht eher praktische Beispiele, wo es neue Formen gibt, wie man was zusammenführt? Derzeit die Tendenz wurde am Anfang gesagt und zeigt sich ja auch in den Wahlen, Milieus driften eher auseinander, als dass sie zusammengeführt werden und da scheint sich eine Dynamik zu entwickeln, der man etwas entgegensetzen kann, soll. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht kennen Sie Beispiele, das wäre schön. Also was mir dann immer relativ spontan einfällt, sogar auch hier in Dresden gut funktioniert, ist das, was Genossenschaften machen. Also einmal ist diese ganze Abteilung des lebenlangen Wohnrechts da. Das heißt, man kann nicht gekündigt werden, man ist Mitglied einer Genossenschaft. Man hat eine Kostenmiete, das heißt, man ist diesem ganzen
Thema der Wert der Steigerung von Mietpreisen nicht ausgesetzt. Und dann machen die einen enormen, die kreieren auch ein Stück weit ein Wir-Gefühl, auch auf Quartiersebene. Also wir haben ja hier zum Beispiel die WG Johannstadt, die auf diesen großen Flächen, die nach dem Krieg quasi leergefegt waren, da ihre Bestände auch relativ nah beieinander hat. Die haben eine Kulturhalle, die haben jede Menge Freizeitangebote, die haben Nachbarschaftsbegleitung. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit durchaus integrativ, also wahrscheinlich im Moment noch nicht unbedingt für das ganze Thema der Integration von Migranten, aber dieses ganze generationenumspannende Ding läuft da auf einem sehr hohen Level. Die haben auch sehr viele neue Mitglieder, weil die sich bei denen 10-mal wohler fühlen als bei irgendeiner großen Wohnungsgesellschaft, die sie auch eben kündigen kann oder sonst welche Dinge tut, die, sagen wir mal, dem eigenen Wohl- und Wohngefühl da nicht gerade zuträglich ist. Und da passiert auch vieles, was zum Beispiel zum Teil auch die Stadt selber mit ihren Sozialangeboten nicht mehr oder noch nicht so gut unternimmt. Und das finde ich eigentlich, also das wäre auch immer, natürlich ist es nicht flächendeckend, aber das ist, finde, die machen schon auch eine ganze Menge Integrationsarbeit. Und das, was jetzt auch die Nischenwohnprojekte anbetreffen, auch. Also weil sie auch zum Beispiel in Städten, wo es sehr viele gibt, die sind zum Teil auch einfach so Ankerpunkte in Quartieren, die dann wiederum auch einen Effekt auf das umliegende Quartier haben und auch eben nicht so nach dem Motto, wir haben hier ein Projekt und ziehen die Vorhänge zu und machen die Tür zu und haben uns alle lieb und alles ist schön, sondern die gehen nach außen, die haben Angebote, die die Nachbarschaft mit einbeziehen, und zwar nicht nur die, die man kennt, sondern auch irgendwer, der zu irgendwelchen Veranstaltungen dazukommt. Und sowas finde ich auch, selbst wenn es das jetzt nicht flächendeckend gibt, auch eine ziemlich gute Methode, um einfach Leute zusammenzubringen. Gibt es denn so konkrete Beispiele generationenübergreifenden Wohnens, wo man sagen kann, die sind stabil und funktionieren auch schon über eine gewisse Zeit? Also es gibt in Tübingen mehrere Projekte, es gibt in Berlin mehrere Projekte und es gibt ein großes Genossenschaftsprojekt in Winterthur. Die waren auch unheimlich mutig. Das war eine kleine Genossenschaft, ich glaube, die hatten irgendwie 60 Wohnungen oder so und die sind dann explodiert auf plus 120 oder so, und wo jeder sagen würde, wow, so ein Riesenprojekt. Die haben eine alt auf einem Standort von einer Rüstungsfabrik. So ein Sulzer-Areal oder? Nee, in Winterthur. Ich muss gerade scharf nachdenken, wie es heißt. Ich sag's Ihnen nachher. Und die haben im Grunde einen Riesenkomplex da erstellt, mit allen möglichen Angeboten von einer Behinderten-WG über eine Pflege-WG. Dann gibt's eine Bibliothek, ein Restaurant, ein Kulturzentrum. Und das stemmen die mit, ich glaube, nur einem hauptamtlichen Menschen, der, sagen wir mal, so ein bisschen den Hut auf hat und jede Menge Eigeninitiative dieser Mitglieder, und haben damit im Grunde genommen ein super funktionierendes Projekt, wo jetzt auch die ganzen Architekten alle hinpilgern und sagen, ja, wie macht man denn sowas? Und das war eigentlich auch erstmal jemand, der einfach Mut hatte und sagte, ja, das probieren wir jetzt einfach mal. Und es funktioniert. Ist eures eigentlich auch ein Wohnprojekt oder ist das? Nee, das Industriegebiet und nur arbeiten. Ja, es gibt ein paar Leute, die illegal in dem Haus wohnen, aber das hat jetzt nichts mit unserem Projekt zu tun. Ich würde auch dafür nochmal eine Lanze brechen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich funktioniert, klingt sperrig, aber ich nenne es einfach mal so, gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklungsprojekte, die das wirklich ernst meinen, die wirklich breit rangehen. Die Montagsstiftung macht da zum Beispiel viel und hat es auch wirklich, die sagt, es kommen drei Formen von Rendite raus. Es gibt einen Finanzüberschuss, es gibt einen Raumüberschuss und es gibt aktiviertes Engagement im Quartier, was dem Quartier insgesamt zugutekommt. Natürlich ganz viele öffentliche Räume, die gemeinsam genutzt werden. Oder die Honigfabrik in Hamburg, der Leiter kommt auch zur Raumkonferenz, da wird jetzt nicht gewohnt. Aber da
passieren von Kindergartenprojekten bis hin zu Seniorenprojekten, ist eine Designschule, ein Kulturraum, offene Werkstätten, Garten, Bootsschule, alles Mögliche gemischt, wo man halt in Kontakt kommt und wo, also solche Projekte müssen gemacht werden, die brauchen die Macher, aber die müssen auch ermöglicht werden. Und zum Beispiel gerade im Hinblick auf Integration auch von Geflüchteten gab es ja dieses Riesenprojekt Elixier, was in der Pipeline war, was die vorletzte große innerstädtische Fläche. Also es hätte geklappt, aber es hat in dem rot-rot-grünen Stadtrat keine Mehrheit gefunden. What the fuck? Also. Wollen Sie Schlusswort schon sprechen? Ich sehe, nein. Es ist 2-3 Minuten bis 8. Um 8 sollten wir zum Ende kommen. Okay, also soll ich jetzt ein Schlusswort oder noch kurz? Sagen wir mal so, wenn jeder von euch noch mal ganz kurz in 2-3 Sätzen sein Resümee und vielleicht sein Zukunftswunsch sagen würde. Und dann können wir es abrunden. Na, ich würde auch gern, das tue ich über den Punkt, den wir gerade hatten. Vielleicht so quasi würde nach konkreten Beispielen gefragt. Das brauchen wir auch als Schlusswort. Ich finde eigentlich, dass dieses Programm aus dem sozialen Stadt, dieses sogenannte Quartiersmanagementprogramm, schon einen wichtigen Impuls setzen kann in so verharrten Situationen. Das erlebe ich, habe ich in Dresden-Prohlis erlebt, erlebe ich ganz stark jetzt gerade in einem Quartier in Berlin-Hellersdorf. Ich würde es nicht unbedingt soziale Stadt mehr nennen wollen, und es muss auch nicht immer nur an den Problemviertel stattfinden, aber ich meine, das ist ein wichtiger Weg in der Stadtgestaltung über den Quartiersmanagement, weil es nicht projektbezogen ist, sondern es ist eine dauerhafte Dialog, die vor Ort stattfindet. Und da hat die Verwaltung, glaube ich, sehr schlau gemacht, dass sie praktisch sich zurückzieht und lässt anderen vor Ort dann für sie quasi sprechen oder für sie agieren. Sie prüfen im Hintergrund. Und das ist, finde ich, so eine Brücke zwischen die Probleme vor Ort und die Probleme quasi der Verwaltung im Hintergrund. Das scheint mir ein spannendes Modell zu sein. Kann man das denn in diesen Zwischenstadt auch verlagen? Also aus die Städte denn aufs Land oder in Zwischenstadt und weiterhin aufs Land. Kann man so ein Modell entwickeln, der nicht sozial heißt und nicht dann therapeutische Herkunft hat, sondern dann vielmehr eben diese Dialog langfristig führt. Ich mache es ganz kurz, weil eigentlich ist da alles schon gesagt worden, und was du gerade gesagt hast, das würde ich sozusagen dreimal unterstreichen und irgendwie hier vorne vors Haus hängen. Ja, so ein Rundumschlag bringt, glaube ich, nichts. Das Thema ist wirklich vielschichtig. Deshalb schließe ich mich vielleicht einfach an. Und also was wir aufhören sollten, ist die mit der Fortführung der Privatisierung, Ökonomisierung und Kommerzialisierung von unseren Städten. Das haben wir zur Genüge gemacht, das führt uns nicht weiter. Also von dem her ist der Modus, der da Neues bringen kann, tatsächlich nicht der Konkurrenz, sondern eher der Kooperation. Also da bin ich auch überzeugt, dass das unterbelichtet ist und dass man das sehr viel stärker betreiben sollte. Und ja, ehrlich gesagt macht es auch sehr viel Spaß. So. Ich würde mir noch wünschen, dass eben eine Stadtverwaltung, eine Stadtpolitik in diesen Moderationen von Kooperationen, wenn das die Rolle von ihr wäre, neben der Agilität, traumhaft. Ansonsten sind Sie alle herzlich eingeladen, wie gesagt, bei der Raumkonferenz weiter zu diskutieren. Da wollen wir rausgehen. Am Leipziger Bahnhof, wir sind auf dem Neustädter Markt, noch auf zwei anderen Flächen im Außenraum. Wir haben auch so interessante Sachen wie die Chefin der Vonovia gegen eine Architektin der Esso-Häuser, ein bahnbrechendes Beteiligungsprojekt in Hamburg war. Also wir versuchen, diese Brücken zu bauen und diese kontroversen Dinge auch mal anzufassen. Kommen Sie gerne vorbei, nehmen Sie Flyer mit. Und ja, bis dahin. Herzlichen Dank an euch alle. Ich habe das Gefühl, es hat einiges gebracht, der Abend.
Ich bedanke mich auch bei euch, die so lange ausgehalten haben, und wünsche noch einen schönen Abend. Und Sie wollen wahrscheinlich die nächste Veranstaltung noch ankündigen. Genau, das würde ich noch sagen. Ich würde auf die nächsten Veranstaltungen im Zukunftsforum aufmerksam machen. Das ist einmal am 19. Juni um 19 Uhr. Das ist ein bisschen eine andere Zeit, weil das Zukunftsforum spezial ist, nämlich in Kooperation mit euch, also im Zusammenhang mit der Raumkonferenz. Das wird hier stattfinden. Und dann am 11. Juli wieder zur gewohnten Zeit um 18 Uhr zum Thema Eine Welt ohne Müll und Wachstum. Ist das möglich? Dann möchte ich auf eine Sache sagen, und zwar mich herzlich bedanken für unsere Gäste und Herrn Lupfer, dass Sie uns heute hier durch den Abend geführt haben. Möchte darauf aufmerksam machen, dass das Café heute, im Übrigen ein Null-Müll-Café, also ein Café, in dem wir keinen Müll produzieren, heute bis 9 Uhr geöffnet hat. So, Sie können sich gerne noch weiter unterhalten und diskutieren. Und wer von Ihnen ein Statement abgeben möchte, der kann das gerne tun in die Kamera. Wir würden uns darüber freuen. Und das wird dann online gestellt. Also dann einen schönen Abend und kommen Sie bitte wieder. Danke.